Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Update-Zeit. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Das leuchtet noch ziemlich gut. Das laut Kamera auch, aber wenn ich ja schwenke, seht ihr das? Dann machen wir so. Also hier ist wesentlich mehr. Hey, jetzt seht ihr es, flackert auch. Und das leuchtet stabil. Ich baue mal schnell die Kamera auf. So, und zwar geht es um die zwei Schuldies, die wir, oder ich, am 30.01.2023 gestartet habe. Ja, und 30.01.2024 ist ja jetzt schon vorbei. Ich habe es die Tage auf einem Zettel gesehen, dass ich nicht vergesse. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Ja, ich würde sagen, wir messen jetzt einfach mal. Jetzt blendet das wieder. Oder mal einen Stift drüber. So ist schön. Hier, Johannes, dein Flaschenöffner ist jetzt als Abstandshalter missbraucht worden. Anzeige ist natürlich raus. Ja, wir hatten das letzte Mal gemessen am 26. Mai letzten Jahres, waren wir bei 1,31 Volt. Würde ich sagen, müssen wir die jetzt einfach mal im Betrieb aber, ne? Ist kein Bock, das abzuklemmen. Das soll dann noch ein Stückchen gehen. 1,2, naja, sagen wir 1,29. Das schreibe ich mir jetzt gleich mal mit euch auf. 1,29 Volt. Was haben wir heute? Ich glaube am 18.24. Also ist die Batterie um 0,02 Volt gefallen. Action for Free, Schuldief. Und hier waren wir bei 1,338, haben wir gestartet. Oh ne, guck mal. Hier habe ich 10.02. hingeschrieben. Will ich jetzt auch nicht mehr, müsst ihr mal das Video angucken. Ja, ist ja egal, wir haben jetzt einen 18.02, also es ist auch ein Jahr Betrieb. Und da hatten wir 1,338 und hier schon am 26. Mai 1,257. Ne? Und jetzt messen wir mal, wie viel die noch hat. Das ist original, Judy. 1,23. Ja, fällt auch langsam, aber deutlich mehr. Schreibe ich mir jetzt auch gleich mal. 1,23 und auch der 18.02.24. Ja, können wir nächstes Jahr nochmal gucken, dann was, oder? Ich weiß nicht. Gut, bei 1,23 ist die schon. Wir haben ja ungefähr gleich gestartet, sind die zwei AA-Batterien. Ja, das ist schon, wenn wir jetzt mal von den 1,3 ausgehen, 1,33, wo wir gestartet haben, fällt das Original Judy auf jeden Fall viel schneller. Wir haben, sagen wir, hier haben wir, wenn wir jetzt mal vom Start ausgehen, 1,32, dann sind es 0,03, was es gefallen ist. Und hier ist es 0,1, ne? Also dreimal besser ungefähr meine Schaltung. Naja gut, habt ihr mal ein kleines Update, auch wenn es keiner glaubt. Es ist und bleibt so, das ist das Effizienteste. Und alle anderen schreiben eben nur ab. Tschüss. Ich probiere es nochmal mit Licht. Die seht ihr schön leuchten. Ne? Jetzt sieht man es gut mit Licht. Guck mal, wie dunkel die ist. Sobald ich hier müh in die Seite gehe, sieht man gar nichts mehr. Bei der... kann ich auf jeden Fall Mühe mehr, ne? Also die ist wesentlich heller. Ah, klar. Also funktioniert, Jungs. Jetzt aber.